Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Magic Online Video. Einige von euch haben das ja sicherlich schon mitbekommen. Ich habe ja dank des Magic Online Creator Programms jetzt so einen got account Ihr seht das hier, DB Solaris MTG steht für Daybreak Solaris MTG äh, und habe jetzt alles Mögliche zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist natürlich ein Grund, auf jeden Fall mal Magic Online auszutesten. Ein anderer ist, dass der Vintage Cube wieder online ist. Ich habe keine Ahnung von der Kartliste, aber ich würde jetzt trotzdem einfach mal äh, 100 Playpoints investieren, um ganz entspannt... So ein Vintage Cube darf zu join, weil das ist immer das, was richtig. Also, ich meine, der Cube of Arena ist schon ziemlich, ziemlich geil, aber Vintage Cube ist halt einfach mein absolutes Lieblingsformat. Ich hoffe, das fühlt sich auch einigermaßen schnell und dann sehen wir uns jetzt gleich zum ersten Pick wieder. Aha, jetzt kann ich was machen. Okay, jetzt kann ich hier auch was einstellen. Card Sizes, so. Ich habe noch keinen einzigen Blick verschwendet. Ich musste erstmal Magic mit Magic Online klarkommen. Äh, wir haben Ragavan, glaube ich, Snapcaster Mage, sind, die sind so sehr, sehr gute Karten. Uh, ja, ich glaube, Ragavan ist halt der Pick. Ist natürlich keine Power, ist ein bisschen ärgerlich. Ragavan trotzdem eine sehr, sehr, sehr starke Karte, die wir natürlich gerne mitnehmen. Ich pack das hier nochmal, mach das hier nochmal ein bisschen größer. Auch die Karte ist hier unten nochmal ein bisschen größer. Erste Karte, Ragavisi. So, das kann hier wieder weg. So, was haben wir dann? Oh, Bristly Bill ist mit am Start. Ähm, Prismatic Whisker ist auf jeden Fall keine schlechte Karte. Hm, also, für Ragavan ist hier tatsächlich nicht viel drin. Ne? Mono Rot hat hier nichts, kein Lightning Bolt, kein gar nichts. Wir hätten hier im Angebot. Gleich Third Path Iconoclast, wenn wir so ein bisschen so rot-blau Tempo, rot-blau Spells gehen wollen. Prismatic Vista wäre halt ein okayes Land. Balance passt eigentlich nicht so wirklich zu Ragawan First Pick. Äh, Abhebe Showdown of the Skulls könnte man picken, aber das ist im Vintage Cube tatsächlich eigentlich kein Second Pick. Deshalb glaube ich, tendiere ich hier zum Third Path Iconoclast. Äh, und habe einfach die Hoffnung, dass wir noch ein vernünftiges äh, Deck zusammen schaffen. Okay, so was haben wir hier? Wir haben Rennen 6. Wir haben Voldarin Epicure, Three Steps Ahead. Ich meine, das könnte man tatsächlich mal testen. Three Steps Ahead ist halt kein schlechter Counterspell. Also die neuen Karten von Outlaws sind auf jeden Fall auch schon mit drin. Ähm, andere Möglichkeiten, ja Flashgorger, ja irgendwie nicht so wirklich was für uns. Ne? Voldarin Epicure jetzt in Monorot auch nicht so super stark. Ich nehme mal Three Steps Ahead. Guck einfach mal. Ich kenne die neue Cube-Liste natürlich auch nicht. Ne? Also ich bin jetzt ganz ohne irgendwas zu wissen hier rein. Okay, hier haben wir. Interessante Karten zumindest. Duelist of the Mind ist sicherlich keine unspannende Karte. Goldspan Dragon ist ganz nice. Lorian Revealed, Trumpeting Carnosaur. Ich habe das Gefühl, dass Duelist of the Mind, glaube ich, mal getestet werden kann. Goldspan Dragon ist allerdings auch zum Beispiel ziemlich gut mit Three Steps Ahead. Ja, Gold. Aber dann, dann braucht man auch so ein bisschen Fast Mana einfach. Aber ich glaube, ich mag Goldspan Dragon hier. Ja, Goldspan Dragon macht sich, glaube ich, auch nicht. Oh, uh, Fiery Confluence, so spät. Wow. Fiery Confluence ist eine sehr, sehr, sehr gute Karte. Genauso ist es eigentlich Treasure Cruise, Namesticker, Goblin und Malcolm sind zumindest auch ziemlich okay spielbar. Ähm, ja, ich glaube, ich tendiere hier zu Fiery Confluence. Also, es ist eine Sorcery. Wir dürfen bis zu drei Schaden an allen Kreaturen machen, bis zu sechs Damage an allen, an allen Gegnern und bis zu drei Artefakte zerstören. Also, beziehungsweise jeweils. Jeden Modus bis zu dreimal auswählen, aber maximal dreimal. Ich nehme mal Fiery Confluence. Macht sich eigentlich ganz gut hier. Ja, hätten wir einen Palace Jailer Pick 6. Wow. Palace Jailer ist, also ist die beste Karte von allen, die wir bisher gepickt haben. Und das Pick 6, der Booster, muss halt komplett insane gewesen sein. Äh, ja, wir nehmen Palace Trailer mit. Ich weiß noch nicht, was das für mein Deck bedeutet, aber das <laughs> müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Vielleicht wird rot-weiß am Ende. Boros Agro. Collector's Cage sicherlich nicht schlecht, aber ich glaube, so ein kleiner Remove spell um Ragavan irgendwie mal connecten zu lassen, finde ich ja auch nicht verkehrt. Ich sehe gerade, ich könnte das hier noch ein bisschen größer machen. So vielleicht. Äh, ja, nehmen wir an, Holy Heat. Das hier könnte ich mal. Äh nach Mana Value sortieren. Ja, das ist doch okay. Man könnte es auch nach Farben sortieren, oder? Kann man es? Sort by Color. Ja, gut, aber das, das ist ein bisschen trügerisch. Dann doch lieber nach Mana Value. Ähm, ja. Three Steps Ahead ist halt so eine Karte, die vielleicht nicht reinkommt. Mal gucken. Palace Jailer ist auf jeden Fall extrem stark. Raga war Conference. Also ich meine, man muss halt auch immer erstmal sich so ein bisschen eingrooven und finden. Ne? Das ist wie bei jedem Draft. Erstmal gucken, was so offen ist. Blade -Splicer ist eine sehr gute Karte. Uh, Oko, the Ringleader. Ich weiß nicht, ob der lange im Cube drin bleibt. Der sieht, glaube ich, ein bisschen zu schwach aus. Aber Blade -Splicer ist ganz nice. Finde ich hier auch besser als diesen Pyromancer, ehrlich gesagt. Wir können hier auch mal ein bisschen Platz machen. Ähm, weil das ist ja schließlich ein 3-Drop. Aktuell noch kein 2-Drop. Außer vielleicht Third Party Chronoclast. Je nachdem, was für Fixing wir einsammeln. Also ich sag mal so, es ist nicht so wahrscheinlich, dass wir Three Steps Ahead spielen, weil der braucht schon Doppelblau als Counter. Um, Third-Party Chronoclast könnte man vielleicht splashen, wenn wir noch einigermaßen eine Menge an äh, Spells bekommen würden. Aber okay. Uh, Assimilation Eagles. Ich meine, wenn wir mh, Stoneforge Mystic einsammeln, ist es ganz nett, weil das ein Equipment ist, das wir raus tutoren können. Lion Sash ist, glaube ich, nicht so gut. Sahili wäre halt was für das rot-blaue Deck. Aber Palace Jailer ist halt einfach so strong. Na, ich ne ich nehme mal Sahili mit. Okay. Es kommt herum, Touch the Spirit Realm. Der ist das ganze Nett mit Palace Jailer und Bladesplicer, Showdown of the Skulls. Ich nehme mal Touch the Spirit Realm. Ja, also, wir haben kein brokenes Mana bisher. Boah. Prismatic Ending, Secrum Coast und Containment Priest. Containment Priest ist halt sehr, sehr gut, wenn man eine Parallax Wave hat. Uh, Seacrome Coast wäre halt jetzt so ein Land, was uns vielleicht den Splash ermöglicht. Ich nehme sie einfach mal mit. Cosmetic Ending ist es, glaube ich, einfach nicht. Aber Man muss halt sowieso dafür sorgen, dass man einigermaßen gutes Fixing bekommt. Also im Cube ist jede Karte gut. Ja? Das heißt also, an Playables wird es am Ende nicht mangeln. Es wird halt vielleicht daran mangeln, ob man äh, gutes Mana hat. Path to Exile ist natürlich auch noch ein schöner Pickup hier. Hm. Ja, also Better Skull und Sarah Paragon und die Shoba Brawler theoretisch auch. <laughs> Äh, uh, aber gut. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier mal dem, dem Boros-Train äh, treu. Lorholz. Asher of the Fallen. Ich meine, warum nicht, ne? Wenn wir so ein ganz schönes Loki-Boros-Arode... Ja, Figure of Destiny, Thunder-Moralkite. thunder, thunder ist nicht ganz so gut, würde ich sagen. Goldspan-Dragon ist schon Ticken besser. Jakumoth will Last Pick. Okay. So, jetzt aber was Brokenes aufmachen. Please. Timewalk. <laughs> ja. Äh... Uh Time Walk ist eine Magic-Karte, bedeutet, dass wir Blau splashen müssen. <laughs> ist okay. Äh, Time Walk nehmen wir hier mit. Currency Converter wäre noch ganz nett. Bloodstained Meyer, Inspiring Vantage, ja, da kann noch was rumkommen. Strip Mine ist auch noch super schön. Das Pack ist halt wesentlich besser als unser erstes, aber dann wird halt getime Walked. Ähm, Ephemerate. Hm. Ja, wir haben nicht so. Ich meine, wir haben Bladesplicer und Palace Jailer, aber ansonsten haben wir jetzt noch nicht so... Ich meine, das kann ja noch kommen. Man könnte Mana Confluence mitnehmen. Wenn wir ein aggressives Deck sind, ist es nicht so verkehrt zu sagen, naja, wir nehmen Mana Confluence und das tappt halt für alle Mana-Farben und dann ist es uns der Damage, den uns Mana Confluence macht, relativ egal. Vielleicht Tabled Ephemerate? Hm. Student of Warfare finde ich ein bisschen zu schlecht. Ja, ich glaube, ich nehme Mana Confluence, weil ich will schon irgendwie, klar, Hallowed Fountain oder Steam Vents oder Volcanic oder sowas wäre natürlich alles wäre natürlich schon besser, aber okay, ich pack euch erstmal weg. Aber Time Walk, da komme ich halt nicht drum herum, den muss ich halt zocken. Ja, ist ein, vielleicht ist es Jaskai Agro. Das ist halt das Schöne. Im Cube Draft ist halt auch nicht so wirklich ein Archetyp vorgeschrieben oder so. Ne, man macht halt einfach, <laughs> wie die Karten so fallen und die fallen gerade ganz angenehm. Um, ja, ja Fetchlander ist natürlich jetzt noch relativ hoch im Kurs. Monastery Swift Spear. Da wäre Flash. Aber ich will mich eigentlich nicht so darauf versteifen. Ähm, tatsächlich jetzt. Ich will nicht von dem aggressiven Plan weg. Timewalk unterstützen ja weiterhin. Monastery Swift Spear. Wir haben halt ein bisschen was an Spells. Monastery Swift Spear ist halt definitiv nicht schlecht. Marsh Flats wäre halt auch ganz nett noch. Wenn wir eine Sacred Foundry oder sowas einsammeln. Vielleicht ist Marsh Flats sogar besser. Weil dann muss ich halt wirklich. Ich meine, es ist halt. Es muss dann schon Sacred Foundry sein. Aber das wäre halt schon. Oder, beziehungsweise. Ein weiß-blaues Land wäre auch okay. Ja, ich glaube, Marshlands ist hier ein Ticken besser für uns. Ich habe Hoffnung, dass Monastery wir vielleicht tabelt. Alia wäre möglicherweise gut für das Deck. Wir haben halt. Leider auch ein bisschen. Also das würde halt so ein bisschen gegen Monastery Swift sprechen, aber Talia ist an sich halt schon eine gute Karte. Noble High mag ich auch. Time Warp ist halt die etwas schwächere Variante <laughs> als Time Walk. Äh, ja, nehmen wir Talia. Slickshot Show-Off wäre eine Möglichkeit, stattdessen, den mal auszutesten. Wie der so performt. Ah. Huh. Auch nicht verkehrt. Ah, nee, ich nehme Talia. Time Twister, wow, okay. Auch nicht schlecht. Ähm, wir haben ja noch ein Virtue of Loyalty, Death as Champion. Dash Backup Double Strike. Ja, warum nicht? Ich glaube, Virtue of Loyalty ist so eine gute Karte, aber ich glaube, die ist ein bisschen zu slow. Adanto Vanguard, Burst Lightning, Mind Collapse, True name Nemesis, Atraxa. Wow. Also es ist kein Atraxa-Deck. Hm. Ähm, Burst Lightning ist okay, aber ich glaube, ich nehme mir einfach einen soliden Two drop Schön Adanto Vanguard auf die Mütze geben. Burst Lightning wäre auch, wenn es Lightning Bolt gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich Lightning Bolt über Burst Lightning genommen, aber so äh, machen wir einfach oh, Fractured Identity wäre noch ein wäre noch ein angenehmer, Spl ich meine, das ist halt auch eine Karte, die man schon splashen kann, die ist schon ziemlich busted. Alles andere ist eher nicht so gut, aber Fractured Identity ist okay. So, jetzt muss ich aber wirklich ein bisschen Fixing kriegen. Also, Mana Conference, Secret Coast und Marsh Flats das ist noch nicht so das optimale Fixing für Jeskai, Agro. Äh, da können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Was habe ich im Sideboard? Third Party, Iconoclast und Sahili. Ja, nee. Irgendwie nicht. Irgendwie, irgendwie ist es das nicht. Gut. Aber es gibt, ja noch, es gibt ja noch ein paar Karten. Es gibt auch noch einen frischen Pack. Vielleicht machen wir noch einen Mox auf, Mox Ruby oder so. Talisman of Conviction würde uns tatsächlich fixen, aber Sanguine Evangelist kann man einfach spielen, denke ich. Äh, Brain Freeze. Ja, ich denke, Sanguine Evangelist ist ganz nice hier. Ich glaube so, also Mana Ramp in dem Deck ist relativ unsinnig. Unsere Kurve hört ja relativ früh auf. Deshalb, ich meine, es wäre rot, wär ein rot-weißes Fixing-Artefakt, aber trotzdem sehe ich da irgendwie nicht. Was haben wir aktuell? 5, 8, 12, 14, 16 Karten im Maindeck. Drei Länder, die so okay sind. Inspiring Event Oh, Aven Interruptor aber auch. Oh, aber ich glaube, Inspiring Vantage ist fast zu wichtig, ne? Ich meine, Aven Interruptor ist schon auch eine sehr, sehr gute Karte, aber wir haben so ein bisschen. Ich glaube, ich muss halt mal ein Land picken einfach. Ich will halt gutes Mana haben. Uh, Student of Warfare ist getabelt. Ich nehme den mal mit. Der ist aber eher was für die Ersatzbank. Denke ich? Ja. Elspeth und Monastery Swift, sind beide wiedergekommen. Ja. Elspeth oder Monastery wie aggressiv sind wir denn? Sind wir aggressiv genug für Monastery Swift oder ist es so ein bisschen midrangeiger mit Elspeth? Äh, ich meine, ich habe drei gute One-Robs. Ich glaube, ich nehme einfach ein Elspeth mit. Ich packe die mal ins Sideboard. Steel Seraph ist theoretisch auch playable. Dark Ritual Pick 14. Virtue of Loyalty, okay. Ja, ich meine... Anscheinend sind unsere Farben offen. Jetzt noch so ein Lightning Boy, ein Mox, vielleicht noch ein Black Lotus oder so. Ich meine, vielleicht eine Sacred Foundry oder eine Hallowed Fountain. Für den, für den netten Splash hier. Ja, war übrigens nicht schlimm, Mars Flats mitzunehmen. Also im Prinzip ist ja alles, was wir haben wollen, getabelt. Ja, Time Walk ist gut. <laughs> Ich glaube auch in. Also, ich weiß nicht. Oh, Burst Lightning und Mind Collector. Perfekt. Easy. Nehme ich gerne mit, den Burst Lightning. Tamagolf Last Pick. Passiert auch nicht so häufig. <laughs> so, auf geht's. Nächster Booster. Vielleicht nochmal ein bisschen Power hier oder so. Ein kleiner Black Lotus vielleicht. Ja, Würde wird mir schon schmecken. Würde ich mitnehmen hier. Ein kleiner Black Lotus vielleicht einmal. Einmal hier bitte an. Äh, dB-Solaris MTG, einen kleinen Black Lotus gönnen, ja? Danke. Ist die Order angekommen? Ja, anscheinend nicht. Waiting for Next Booster. Ja. so, hier sind wir noch nicht durch. Okay, okay, okay. Ich sehe gerade MJP90 und Data Pusher. Nee. Okay, jetzt. So, wo ist denn die Power hier? ist ja gar keine Power. Ey, Ollifont, Mana Vault. Es ist halt. Es ist halt eigentlich kein Mana Vault Deck, ne? Also, was mache ich mit den drei Colorless Mana, die mir Mana Vault generiert? Ja, einen Goldspan Dragon reinrampen, aber ansonsten nix. Ich glaube, ich nehme einfach Luminark Aspirant. Ähm, Fixing aber auch nicht. Stomping Ground macht nichts für mein Deck. Restless Vents macht nichts für mein Deck. Gott scheinbar nichts. Ja. Liliana ist zwar cool, aber ne, ich glaube, ich nehme einfach den Aspirant. Bisschen schade. Äh, Mana zu weiterzuschieben, aber wir können mit dem Deck einfach. Oh, Plateau ist nice. Plateau ist ja hervorragend. Plateau muss ich hier, glaube ich, auch mitnehmen, weil dann, hat jetzt, dann ist jetzt Marsh Flats zumindest ein rot-weißes Land. Ah, Das hilft schon mal deutlich. Ähm, vielleicht tabeln wir. Ich weiß nicht, was Delayed Blast Fireball macht. It's 2 Damage to each opponent in each creature they control. If service cast from exile, it deals 5 Damage. Ah ja, Okay. Aber vielleicht haben wir irgendwie Thraben Inspector oder Tanker, Aber witzig auch. Ähm, Im dritten Pack ist auf jeden Fall Thopter Foundry, Sword of the Meek Combo am Start. Wir nehmen Plateau. Mana muss besser werden. Elegant Parlor. Celestial Colonnade Adeline. Boah. Magda ist auch ziemlich gut. Aber ich, boah, ich tendiere hier zu Adeline. Die ist halt schon auch nochmal... Die ist halt schon auch ein Banger einfach. Aber Magda ist auch gut. Elegant Parlor ist gut. Scrapwork Mod ist okay. Aber Adeline ist... Aleline ist schon wirklich, wirklich stark. So, aktuell haben wir 20 Karten im Deck. Fixing wird ein bisschen besser. Ja, also durch das Plateau durchaus ein hartes Upgrade, weil es quasi zwei Duels sind, die wir dazu gekriegt haben. Marshallets und Plateau. Ähm, ich hätte nichts gegen den Hallowed Fountain. Ich hätte nichts gegen den, äh, wie auch immer das blau-weiße Land heißt. Tundra. Aber ich. Bin nicht unzufrieden mit dem Deck. Vielleicht hätte man es Mono Weiß bauen können. Student of Warfare, Elspeth, Ich müsste dann 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 Karten rausnehmen. Hm. Aber die sind halt auch sehr gut. Fiery Confluence, Goldspan Dragon, Ragawan. So, Leyline Binding ist nicht Scrubland. Macht nichts für mich leider. Schade. Kurz gedacht, nee, aber wenn wir ein anderes, anderes Fetchi gehabt hätten, ein ähm, Bloodstained Meyer zum Beispiel, dann wäre Bloodstained Meyer halt ein rot-weißes Fetchland gewesen. Ähm, ja, Leyline Binding, Sneak Attack, pff, das macht halt alles gar nichts für uns. Ich nehme einfach mal... Ich werde davon keine Karte spielen. Ich nehme Leyline Binding mal raus. wer hätte die Sneak Attack rausnehmen sollen... Chandra, Badlands. Badlands macht aus Marsh Flats. Jo. E, damit hätten wir jetzt dann aber tatsächlich, glaube ich. Ja, dann haben wir, dann ist Marsh Flats auch nochmal ein rot-weißes Duel. Aber ist es besser als Intrepid Adversary oder Chandra? Ach, Chandra ist schon auch nicht schlecht, ne? Chandra ist schon eine sehr gute Magic-Karte. Badlands, wie gesagt, würde uns auch helfen, aber ich glaube, ich hätte lieber jetzt ein. Oh, warte mal. Ah, nee, Thundering Falls. Nee, mit Marshlets können wir Thundering Falls nicht suchen. Nee, ja, dann nehme ich Chandra. Ja, ja, okay. Wenn, wenn das ein Land gewesen wäre, was äh, das Thundering Falls hätte fetchen können, dann hätte man auch darüber nachdenken können, weil ich hätte gern noch ein blaues Fixing. Ja, neben den ganzen extrem powerfulen Karten. Hello the Fountain, there you go. Ja, da ist auch Hero of Blade World, da ist auch ein Arc Trailer bei Hallowed Fountain. Jetzt ist äh, Marsh Flats tatsächlich ein try Perfekt. Ja, besser geht's nicht. Ich glaube, ich brauche auch keine Basic Island spielen, weil ich habe dann jetzt 1, 2, 3, 4 Sources. Vielleicht tabelt die Magda noch, die uns ein Treasure generiert. Oh, Hallowed Fountain hat leider kein Bild gekriegt. Schade. Ja, easy. Hervorragend. Alles, was wir haben wollen, ist am Start. Ich meine, Time Walk Splashen ist, glaube ich, ohne Frage. Fractured Identity, glaube ich auch. Die Karte ist schon auch sehr, 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 sehr gut. Ich weiß nicht, die war ja auch in äh, OTJ drin. Ich war äh, im Bonus-Sheet. Ich weiß nicht, ob ihr gegen die mal gespielt habt. Fractured Identity schon auch ein ziemlicher Banger. Okay. Äh, Elite Spellbinder, sign me up. Ja, das war auch noch ein, ein spätes Geschenk auf jeden Fall. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich das Ephemerate nicht habe. Weil Ephemerate mit, mit Elite Spellbinder auch nochmal ganz nice wäre. Boneheart Dracosaur. Lauren. Lauren ist sicherlich nicht schlecht. DRC. Ich weiß nicht, ob ich da genug äh, Spells für habe, für DRC. Bonehawk Dracosaur das sieht aber auch irgendwie relativ angenehm aus. Ich nehme mal den Bonehawk Dracosaur. Aber vielleicht ist Lauren besser. Schwierig. Zopter Foundry ist getabled. Vielleicht kommt auch. <laughs> hey! Ich meine, wir können subter Foundry Sword of the Meek Combo spielen. Ich könnte Olifant nehmen. Olifant wäre auch ein rot-weißes Duel. Magma Opus Flicker Wisp ist auch nicht schlecht. Nehmen wir mal mit. Da ist es. <laughs> ja, wir hätten nach und nach, wir hätten aber die Combo haben können, aber die passt halt nicht so wirklich in das Deck rein. Äh, uh, Channel so spät ist auch noch irgendwie witzig. Ich nehme mal den Delayed Blast Fireball, falls wir irgendwie mal Postboard uh, die Kontrollrolle übernehmen müssen. Elegant Parlor Oh, Bagda. Nice. Perfekt. Ja. Scrub Land hat uh, gerade schon nichts gemacht, macht jetzt immer noch nichts für uns. Das <laughs> nehme ich trotzdem raus. Witzige Curve, ne? 66632. Aber es sind 23 Spells, 6 Länder, gutes Mana. Legion Extruder, Aust. Ich nehme Aust mal mit. Kann ja nicht schaden, eigentlich. Hero of Bladehold, und ist. Ja, Hero of Bladehold. Ich weiß halt nicht, ob der besser. Ich glaube, der ist etwas schlechter als, unser, als der Sanguine Evangelist. Einfach ein Mana mehr kostet. Ich glaube, so kann man es eigentlich ganz gut spielen. Man kann auch, wie gesagt, überlegen, man hätte überlegen können, ob man Lauren pickt, aber ich habe halt schon Fiery Confluence und Fiery Confluence ist, glaube ich, ein Ticken besser einfach. Ähm, Watch of Loyalty finde ich auch okay. Man kann überlegen, ähm, kann man hier nicht Display Sort. Group Creatures separately da. Okay. Äh, uh, Flicker Wisp finde ich gut. Ich weiß nicht, ob Death Creed der Champion halt so ein Banger ist. Ich finde die Remover Spells gut. Ich finde Time Walk okay. Ich finde das hier gut. Ich finde eigentlich alles gut. Ich habe, das ist ja auch quasi noch ein Two-Drop. Palace Jailer, das ist, ähm. Uh, es gibt halt so viele gute Karten. Das ist halt immer das Problem am Vintage Cube, ne? Du kannst einfach, also ich meine, Flicker Wisp, Elsbeth, Hero of Bladehold sind alle schon wirklich sehr, sehr, sehr gute Karten. Flicker Wisp, habe ich das Gefühl, müsste man eigentlich spielen, oder? Exile Another Target Permanent. Also, ich meine, wir haben Elite Spellbinder, wir haben Bladesplicer, wir haben Palace Jailer. Ich glaube, das ist einfach zu gut, die nicht zu spielen. So, die Frage, was wir dafür cutten. Vielleicht den Evangelist tatsächlich? Oder halt den Death Greeter Champion? Vielleicht cutte ich den. Spielen wir Flicker Wisp stattdessen. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus. Jetzt gucke ich mal, was sagst du mir so? Suggest -sug 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 Suggestings. Ich glaube, ich brauche kein Island, wie besprochen. Wir haben 1, 2, 3, 4 Blau-Sources. Ich packe jetzt noch rein 11 Länder. Aktuell habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Weiß-Sources und 4, 5, 6, 7, 8, 9 Red-Sources. Ja, ich habe schon wesentlich mehr weiß also, ich meine, ich habe 11, 9, ich könnte 10, 10 machen. Vielleicht ist 10, 10 besser. Machen wir es so. Ne, dann habe ich 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, ich habe immer noch 11. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 11, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 11, 10. Das ist doch, glaube ich, die beste Verteilung, die man so machen kann. Braucht kein Island, auf das Island komme ich. Das ist unser Deck. Bin mal gespannt, äh, wie das hier im Vintage Cube so performen wird. Runde 1, wir spielen gegen den Data Pusher. Der war ja auch bei uns im Draft. Ich habe den Dire gewonnen. Wir haben einen One Lander. <laughs> Klassiker. Es ändert sich nicht, egal ob wir Arena oder Magic Online spielen. immer wir maligen. Wir haben einen One-Lander. Es ändert sich nicht, egal ob wir Arena oder Magic Online spielen. Wir haben einen Nullländer. Es ändert sich nicht, egal ob wir Magic Online oder Arena spielen. Hä? Ich spiele 17 Länder, Alter. Was geht? Ah, okay. Ja, dann halten wir das doch einfach auf vier, oder? Ist doch cool. Dann lege ich mal das hier weg und das hier weg und die Mana Confluence weg und dann sind wir dann. Ja und dann ist das doch easy Game. Was soll schon passieren? Mal liegen auf vier im Vintage Queue. Ist ja nicht so, als würde unser Gegner powervolle Karten spielen, denke ich mal. Ja, cool. <laughs> Guter Start. Hard Evidence! Legt einen 0 Blocker hin. Ja genau, was? Uh, okay, Talia ist, uh, ist, ist eine Magic-Karte. Uh, bringt mir jetzt, also ich kann jetzt leider uh, nichts machen, aber. Uh. Oh okay. uh, boy, ey. Okay, Planes, ja. Uh. Ich erschreibe mal die Crab einfach. Den den, den token würde er sicherlich einfach opfern. Dementsprechend bringt mir das nichts. Ja, mehr, mehr kann ich nicht. Das alles. Ich meine, von maligen auf 4 ist es okay. Aber es ist immer noch maligen auf 4. Äh, Figure of Destiny, wie sieht's denn da überhaupt aus? Erst 1 und dann 3. Ja, okay, gut. Naja, gucken wir mal. Talisman of Curiosity. Ja, den würde ich. Ja, äh, gut, den Flickern bringt jetzt nicht so viel. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir das einfach. Ja, und dann. Äh, Attack with all creatures. Ich meine. Das ist das Beste, was wir tun können. <laughs> oh nein. Snapcaster Mage Hard Evidence. Das gibt's doch nicht. Junge, wie unser Gegner zaubert einfach. <laughs> uh, ja, das funktioniert. Und noch eine Steam Vans. Auch noch. Gegner hat alles einfach. Frechigkeit. Was brauche ich jetzt dafür? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Okay, gut. Ich meine, Land ausspielen kann ich ja. Ich kann auch weiterhin mit allem angreifen. Mit Rot ja nicht. Der 2-1er kann nichts machen. Also, ich meine, genau, das ist theoretisch wahrscheinlich der beste Block, ja. Nächste Runde kann ich halt mit einer 8-8 mit einer Figure of Destiny angreifen. <laughs> Goldspan Dragon wäre ein guter Draw gewesen. Ja, just saying. Goldspan Dragon wäre gut gewesen. crack the clues land for turn okay na easy turn 5 kill mit maligen auf 4 <laughs> okay wir gehen Sideboarding. Ja, viel habe ich nicht gesehen also wir spielen gegen rotblau spells äh, ja ich glaube da, glaub, da sind wir eigentlich da sind wir eigentlich gegen

Na, ich sehe, also ich meine, gegen rotblau Spells, custom hard evidence sehe ich jetzt nicht so wirklich. Also ich will meine, ich will eigentlich, meine, meine Curve ist so low, wie es geht und ich will sie nicht höher machen. Also ich will jetzt keine Bono-Dracossos oder Elspeth oder sowas gegen potenzielle Counterspells reinborden. Dementsprechend, ähm, ja, lasse ich es einfach so niedrig, wie es geht und hoffe, dass es reicht. So, kein Mulling auf 4, please. Das wäre voll nice. <laughs> Klar, 5 <fünf> Länder, okay. <laughs> Ja, dann lass jetzt mal nicht ausflatten, please. Hard Evidence? Nö. Okay. Keine Hard Evidence. Okay. Okay. Ist völlig egal. Ist egal, was ich spiele. Äh. Der Gegner wird wohl irgendwie ein Mana... Halt! <laughs> Gehen wir den Mana Rain oder ein Count Miskark. Okay, ja, kann ich nicht bezahlen. Ja, gut. Okay, you got me. Nee, kann ich nicht bezahlen. Habe ich jetzt schon dreimal draufgeklickt. Okay. Ja, Hand hat sich gut ausgeschabt. Also, die beiden Mountains, die ich gezogen habe, waren sehr wichtig für mein, für mein Deck. <laughs> oh, such a good deck. Albrecht, ah nein, den wollte ich doch eigentlich. Ach shit, den wollte ich doch weg. Äh, Burst Lightningen. Hätte ich doch End of Turn eben schnell machen können. Dammit. Wenn er jetzt was countert, wäre ja voll ärgerlich. Ah. Ich hätte mal nicht Auto-Yields machen müssen. Okay, na gut, dann passt das schon. Oh, Gegner hat kein Land. Ich kann den nur mit. Und? Oh, geil. Richtig Pressure, Leute. Ah, wie man hier sehen kann: Rot-Weiß-Agro-Pressure. Ab geht er. Frantic Search, ja, das ist schrecklich, weil unserem Gegner fehlen wahrscheinlich nur Lands und mit dem Card Draw wird er wohl Lands hitten. Äh, ja. in Metamorph und Crazy Bee. Und, und grün, okay. So, es wird wieder Zeit für ein Land eigentlich. Alles Jailer. Da könnte ich eigentlich ausspielen, aber ich denke mir halt gegen vier Mana mit Doppelblau macht es eigentlich keinen Sinn, das auszuspielen. Ich nehme halt lieber auch eine Kreatur... Ich ja. nee. weiß nicht, was der Gegner hat. Dude. Okay, vielleicht haben wir im dritten Spiel ähm, tatsächlich nochmal ein Game. Das wäre schon sweet. Würde ich, würde ich befürworten. 3 Mana, vier Mana, Kodama's Reach, fünf Mana, I don't know. Mightstone und Weakstone. Gegner rammt sich in die Unendlichkeit. Naja, dann werde ich jetzt einfach den Palace Jailer spielen und einfach mal Karten ziehen, oder? Crucible. Oh boy. Gegner ist auf jeden Fall am, am gucken. Am Bruen, am Kucken. Und er ist ausgetappt. Oh, Ragavan. Hm? Äh, Dashinski, würde ich sagen, einfach mal. Absolut reingedasht. Gucken, was wir ziehen. Oh. Coveted Jewel. <laughs> das ist nicht schlecht. Ich glaube, das nehme ich. <laughs> ah, ja, go. Ach so nein, und der macht ja drei Mana, ne? Ja, okay, gut, dann habe ich aber, ich habe Path to Exile offen. Das ist wahrscheinlich wahrscheinlich gar nicht so schlecht, Path to Exile offen zu haben. Und Touch the Spirit Realm sogar auch. <laughs> Covered Jewel, einfach nice, ja, einfach nice. So, Gegner äh, muss jetzt Dinge tun. Aber macht er wahrscheinlich auch. Mindstone second, Snapcaster Mage. Raisen Borrower vielleicht? Ach, Snapcaster Mage, Raisen Borrower geht gar nicht. Ich habe gerade kurz überlegt, also Frantic Search macht halt Sinn. Ich habe nur gerade überlegt, halt der... Ähm das Petty Theft wäre natürlich relativ schrecklich für uns. Weil dann wird halt einfach das Covered Jewel wieder auf die Hand von Data Pusher gehen. Das wollen wir ja nicht. Ancient Tomb wird discarded. Das ist ja egal, weil halt Crucible liegen. Ja, okay, verstehe ich. Not bad, ja. Vielleicht müssen wir Crucible sein. Vielleicht hätte ich Crucible auch gerade schon mit dem Covered Jewel Exploration. Okay, ja, ich sehe. Jetzt noch irgendwie schlimme Dinge oder so. Ja, okay, verstehe ich. Gegner macht auf jeden Fall Dinge. Uh, ich würde mal einen Palace Jailer riskieren als allererstes. Dürfen wir der Monarch werden? Ja, wahrscheinlich dürfen wir nicht der Monarch werden. Ne? Memory Labs. Okay. Kann ich irgendwie eine Karte ziehen? Um, ich glaube, Touch the Spirit Realm werde ich trotzdem casten. Und ähm, tatsächlich nehme ich äh, Crucible. Wenn ich darf. Weil Crucible ist halt Remand. Okay, ja gut, dann... Kann ich ja theoretisch nochmal machen. Ich halt auch noch waren einfach hin. Dann sagen wir mal go. Ja, oh, läuft. Mishras Brosche. Okay. Äh, mal gucken, er guckt bei sich selber, weil bei mir wissen wir ja, dass wir äh, den äh, Palace Jailer ziehen. Da ja, wird jetzt erstmal ein äh, Mindstone gekrackt für eine Karte. Boah, diese Soundeffekte auf Magic Online, die haben sich auch, glaube ich, seit 150 Jahren nicht geändert. Stripmine, uh. Ja, Stripmine Crucible wäre halt richtig sick gewesen. Jetzt ist das weiße Land weg, das macht glücklicherweise nicht so viel. Ja, ich muss halt blocken. Weil ich sonst mein Covered Jewel verliere. Ja. Ah, äh. Ich spiele mal einen Blady. Ach cool. Ich spiele mal einen Blady einfach und dann könnte ich tatsächlich. bei 4, 5, 6, 7. Könnte ich tatsächlich Adenvale Fieldy casten und dann hier noch das Ding, den Virtue. Und dann äh, lasse ich mir Pastor Exile offen. Und dann haben wir doch eine angenehme Squad schon mal dahingestellt, ohne Palace Jailer spielen zu müssen. Wir <laughs> sind in unsere Draws, ey. Wir sind einfach unendlich ausgeflattet. Was ist hier los? Ja, easy. 1-0. Maligung auf 4 und unendlich ausgeflattet. Läuft. Runde 2. Wir dürfen anfangen. Äh, kein Malling auf 4. Nee, tatsächlich eine extrem gute Hand. Wow. Ja. Wir haben alle drei Mana-Farben. Ich habe Asher into Luminark, into Timewalk oder Elite Spellbein. <laughs> das ist eins der schon auch ein sehr crazy Deck, was wir hier zusammen gedraftet haben. Mein lieber Gesangsscholli, ey. Geht schon ganz gut ab. Plateau, Ascher. Ah, genau, so funktioniert es nicht. Kann ich das Ando machen, bitte? Ich würde gerne einfach Weißes Mana nehmen, um meinen Ascher zu bezahlen. Danke. Und dann No Possible Play Yield All. Das ist auch schön. Ich kann einfach nichts machen. Also lass, mach einfach, was du möchtest. Ich kann eh nichts tun. Ich jetzt so ein Try. Ja, Sheldog Isle, hervorragend. Lass dir Zeit. Gegen mich hast du Zeit. Ja lass dir einfach Zeit. Hideaway, genau. Easy, ganz entspannt. Passiert ja nichts. Mhm. Drittes Land wäre wirklich nice. Äh, ja, okay. We take those. Luminark Aspirant. Vielleicht wird der geforst, tatsächlich. Also, ich hätte ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass er einfach geforst wird. Äh, ja, dann Tech äh, with all Creatures, dann äh, nächste Runde <laughs> Elite Spellbinder und dann Timewalk. Vielleicht auch, warte mal, wenn wir jetzt, wie viel haben wir denn jetzt? Nächste Runde für 5 und dann für 6, wir können doch jetzt Timewalken. Und äh, dann Elite Spellbinder spielen. Oh Gott, Mana Crypt, was? Judge, Gegner, Gegner benutzt Fast Mana. Das gilt nicht. Nee, 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 nicht, nicht sowas machen wir nicht. Oder so schlimme Dinge aus Zeit Monolith, okay. Aber jetzt hilft mir der Elite Spellbinder auch nicht mehr viel, weil unser Gegner hat 3, 5, 6, 7 hat 7 Mana Turn 2. <laughs> äh, klar, ja, mana Crypt ist auch eine der besseren Karten im Coup. Ja, ich meine, ich könnte Elite Spellbinder, aber meines ist Timewalk sogar besser. Naja, gucken wir mal. Ah, okay, er nutzt den, seit Monolith, dann ist es, dann ist Feldwein ein bisschen besser. Jetzt kann er direkt wieder antappen. Ha! Ah, nice. Aber jetzt kannst du auch direkt wieder tappen, eigentlich. Für irgendwas. Oder? Seas of Cheese. Na, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mana. können 2. Hm, oh, und Math Assist. Ah, ja, okay. Ja, das ist natürlich, das ist natürlich gut für mich. Uh. Goldspan. Ja, ich würde hier einfach mal. Ich glaube, ich spiele als Playbeiner. Das gibt mir halt einfach mehr Pressure aufs Board. Kalder Complete, Jason Time Warp. Wie viele Mann haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Wir können gleich Time Warpen und Jason. Oh, Alter. Uh. Ich nehme mal einen Time Warp. Marke auf den Flieger. Und Pass. Das ist schon auch ein gutes Deck, was unser Gegner da <laughs> ist auf jeden Fall gut was hingelegt. Da wäre jetzt Talia sehr schön. Hm. Verlieren wir ein paar Flips vielleicht. Nee, verliert einfach keine Flips. Werden, Flips werden nicht verloren. Swamp, der ist neu. Das heißt, es wird jetzt gejaced. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaldra kann auf jeden Fall nicht... Vielleicht macht man auch einfach nichts und sagt dann einfach, ich enttappe Basalt Monolith, aber gehen mal davon aus, dass Jace kommt und wahrscheinlich Spellbinder bounce oder so. Der Brainstorm macht jetzt auch nicht so super viel. Wir gehen dann noch eine Handkarte. Das ist, äh, Kaldra Complete. Okay. Ja, Jay ist gespielt, ja. Aber noch nicht so, okay. Oh, den Ascher gebounced. Okay, na gut. Natürlich gut für uns. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt ein Land ziehen, wäre natürlich nochmal mal Insaner. <laughs> Ein Untapped Land. Sorry. Äh, ja, ich glaube Path of Pyrexian Germ. Machen wir hiermit. Dann kommt gleich Kaldra, aber bis dahin haben wir glaube ich auch einfach gewonnen. Über Time Walk. Und Land. Mit Aspirant triggert auf sich selber. Oder warte mal. 2, äh, 6, das wären. Aber wenn ich jetzt. Ein, ich könnte. Ich kann halt einfach auf Sea of Cheese gehen, weil wenn ich jetzt ein Land hitte, dann ist Goldspan Dragon Lethal. Ich glaube, es ist besser, einfach zu sagen, ja, okay, wir gehen hier auf 11 und jetzt ein Land. Never lucky. Ich meine, so super schlimm ist auch nicht. Weil, wenn das das beste Play gleich wird, Kaldra komplett sein, bin ich mir relativ sicher. Marke auf den Boy hier. Wir schießen Jace ab mit Luminark Aspirant. Er ist auf 6, hat Kaldra Complete in der Hand und sonst nichts. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana theoretisch. Und wenn die Mana Crypt Flips so langsam verloren gehen, ja, hat er auch nur noch wahrscheinlich einen Zug, weil die Mana jetzt kommt. Kaldra Complete und dann haben wir eben. Äh, ja, gewinnen wir über unseren Flieger. Ja, okay, cool. Oder? Ich meine, Kaldra Complete ist nice und so, aber das hat doch keinen Live-Link. Ah nee, warte, Time Warp. Ah, okay, verstehe ich. Stimmt, Time Warp war ja auch noch da. Mhm. Ja, 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 klar. Ja, ja, gut. Das ist fein. Vielleicht verliert man jetzt einfach direkt am Mana Crypt Flip. Das wäre nice. Time Warp into Loss? <laughs> Geil. Okay, wir gehen Sideboarding gegen das Artefakt Deck. Äh, man könnte über Leyline Binding nachdenken, ehrlich gesagt. Weil und dann könnte ich auch Scrubland spielen. Ah, das ist gar keine schlechte Idee. Ich nehme einfach eine Plains raus für ein Scrubland. Das macht mir keinen Schaden und gibt mir nur einen weiteren Basic Land Type, nämlich Swamp. Und dann spiele ich Leyline Binding, um halt die Artefakte. Aber ich meine, ich habe halt auch ein bisschen was. ne? Ich habe halt Viral confluence Fractured Identity und dann jetzt das Ding. Ich habe theoretisch Touch the Spirit Realm. Ich glaube, Sanguine Evangelist können wir rausnehmen. Kann auch, glaube ich, Burst Lightning raus. Ja, Burst Lightning geht immerhin noch ins Gesicht, ne? Ja, ich glaube, ich nehme Sanguine Evangelist raus. Und spiele halt einfach das Plateau. Äh, halt einfach das Scrubland. Und dann habe ich jetzt sozusagen vier Basic Land Types, theoretisch, um Leyline Binding ein bisschen günstiger zu machen, um Mana Crypts oder sowas wegzunehmen. Wow, das ist äh, ein a Hand. Aber ich weiß nicht, ob man das maligen kann. Wir haben Timewalk. <laughs> ich. Ich habe auch, hab auch so viele Muddings auch vorgemacht. Ich halte das jetzt einfach. Fangen wir halt mit. Turn Gegner hat ja so viel nicht gemacht in den ersten Zügen, gerade Portent. Okay, ist quasi Ponder. Nur ziehst du die Karte in der nächsten Upkeep. Aber schon, er wählt sich aus, ne? Ja, ja, genau. Hello äh, Fountain oder Ragawan. Ragawan wäre sogar besser. Gib mir mal, gib, gib mir, gib mir mal Raga, wie please. Portent entered the effects area. Ja, macht ja auch Sinn. Gibt ja gleich einen Draw. Uh, no possible play, yield all. Kein Play. So, ziehst du eine Karte und ich zieh, zieh Raga Okay, ey, aber. Ey. Vega ist. Äh, also auch oh. einer der besseren Draws, die wir haben können, weil wir dann ein bisschen. Zumindest ein bisschen aufs Board kommen. Misty Rainforest, sehr gut. Dann müssen wir einen Schaden. müssen wir einen Schaden weniger machen. Vorrang. Raffines Tower. Ether Spellbomb okay. Archive Loyalty. Perfect. Kind of. Also, ich wirklich, Ist halt nicht so gut in, im Angesicht von Ether Spellbomb vielleicht nicht das Beste. <laughs> aber. Turn creature to its owner's hand. Ja, das ist natürlich nicht ganz so geil für uns. Okay. Hauptsache... Oh nee, hast du die Combo? Da muss ich. Das wäre not so nice. An Holy Heat, ja gut, das macht jetzt auch nicht so viel. Ich gehe mal davon aus, dass wir äh, die drei Damage machen dürfen. Also vielleicht wird unser Gegner auch mit Isas Spellbomb den Token bouncen, aber das glaube ich nicht. Das ist alles so fair, was wir hier machen. So, One Drop, Two Drop, Three Drop. Nichts Unfaires, keine Talia. Okay, aber immerhin kein... Sword of the Tinker. Tinker, Sword of the M Nee. Tinker Portal. <laughs> ja, cool. Ähm Tinker, ja. Ja, Tinker ist auch eher so eine faire Magic-Karte. Turn 3 Portal Phyrexia, Love to Sealed. Fractured Identity? <laughs> Boah, ich brauche nur noch ein blaues Mana, Alter. <laughs> Dann ist das Portal meins. <laughs> Come on. Aber ich habe nicht so viel untapped Blue Sources, ne? Die Mana Confluence, Allowed Fountain Misty und äh, Marsh Flats. Die C Chrome Coast kommt leider getappt ins Spiel. Ich habe extra Bladesplicer nicht gesacrificed, weil Fortitude of reanimated re und dann gebe ich halt immerhin die schlechteste Karte nur an äh, den Gegner. Aber Mana könnte ein bisschen besser sein. Nix. Counter Spell. Path to Exile. Oh, ich könnte meinen eigenen. Ja, aber ich habe keinen Base. <laughs> ich habe keinen Basic Island im Deck. Äh, das ist natürlich ein bisschen. Das ist natürlich ein bisschen sad. Ich, mein, ich könnte mir meinen eigenen Blade Spicer äh, Exile und mir die zweite Plains raussuchen, damit ich äh, Virtue of Loyalty spielen kann. Aber. Vampiric, Ja, okay. Das Game ist gleich vorbei. Aber Tinker ist doch einfach nicht nett. Tinker ist einfach nicht nett. Sword of the Meek. Ja. Ich kann. Ich war, ich meine, der Gegner hat im Moment nur ein Mana. Also er kann damit jetzt nicht so super viel schlimme Dinge anstellen. Er gaint jetzt halt pro Mana ein 1-1er und ein Leben. Das ist schon quite annoying, durchaus, ja. Sobald der, wenn das halt nochmal passiert, jetzt gleich, also mit, mit dem Mana, dann kann ich glaube ich aufgeben. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich Fractured Identity sollte. Uh, ja, ist okay. You got me. Goldspan. Oh, der ist gut. Boah, Goldspan war ein super stronger Draw, weil der. Goldspan gibt mir halt. Oh. Goldspan war richtig insane. Vielleicht gewinnen wir das jetzt einfach eben schnell. <laughs> Entspannten Time Walk. Ja. Days. Oh mein Gott, Gegner Days, was? Oh, no. Warum hat er denn noch meinen Goldspan nicht gecountert? Was? Ja, okay, gut. Ja, aber vielleicht sind wir wieder im Game. Jetzt macht unser... Ja, nee. for strix Okay, ja, die ist überhaupt nicht schlimm. Also, wie gesagt, ich... Hab theoretisch gleich... Okay. Okay. Ja, vielleicht gewinnen wir gegen gegen Tinker plus Optor Foundry und Sword Combo. Also ich kann die Bayfoot Strix gleich einfach on Holy heaten und dann Fractured Identity in wir den äh, das Portal. Attack Skies. Okay. Ach man, ich hätte einfach blocken sollen, das war richtig dumm von mir. Richtig dumm. Richtig stupido gespielt. Ah, das. <laughs> ich hätte mir, Dann wäre der Blade Splice schon im Graveyard gewesen. Okay, Gegner. Möchte das nicht, dann würde ich gerne das machen. Er soll nicht gedest werden. <laughs> Force? Ist da auch Force? Hast du Tinker Days Force? Okay, na gut. Wir haben gegen Thopter Sword Foundry Combo und Tinker Turn 3 gewonnen. Okay, nice. 2-0, auf geht's zum Finale. Das große Finale gegen Nova Force. Wir dürfen nochmal anfangen, cool. Und äh, ja, wir haben einen Easy Keep. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir mit Luminac Aspirin oder Magda anfangen wollen, Turn 2. Also Turn 1 Figa ist klar. Äh, vielleicht ist Magda cooler, weil wegen Treasure. Ah, ist echt schwierig zu sagen. So, Figure auf jeden Fall Turn 1 und dann No Possible Play Yield All. Okay. Aber Aspirant drückt halt so richtig schön auf die Glock. Aber wahrscheinlich ist es Aspirant, denn äh, ich bin ein bisschen gebottleneckt auf Weiße Mana und ich kann, wenn ich jetzt Aspirant spiele, zumindest gleich Path A Give of Runes. wahrscheinlich. Okay. Evolve Runes einfach. Turn 1 vor allen Dingen. Was ist, was ist das denn bitte? Haben wir das, steht das irgendwo, dass das erlaubt ist? Dass unser Gegner auch Turn 1 anfängt? Eigentlich nicht. Library. Okay. <laughs> Hello. Oh Mann, ey, wir dürfen nicht jetzt ausfladden. Das, das dürfen wir nicht. Das dürfen wir, Nerd. Aber gut, ich meine, wenn unser Gegner gleich anfängt zu libren, ist auch okay. Nova Force deklärt keinen Blocker. Bin ich mir relativ sicher. Also vielleicht, aber... Ne? Ich denke mal eher nicht. Nova Force ist gone, so. <laughs> Junge, was machst du? Warum, warum bist du ein Agro-Deck? Äh... <laughs> uh, ja. Oh, jetzt sieht man. Wenn man jetzt wirklich mit Library. Oh, krass, Gegner gönnt sich noch den Zug mit Library hier. Also, das Gute ist, dass wir. Das Library halt schon ein Nachteil ist. Klar, so also das Long Game verlieren wir immer gegen Library, weil das einfach zu viel. Alter. Kannst du weniger Power in deinem Deck haben, bitte? Ähm. Devil's Spirit, ja, der ist gut. Der ist Gucci. Ähm... Ich meine, das ist auch nicht schlecht. First Lightning. Hier drauf. Hm, was soll das resolven? Back from red, okay. Okay. Er hat sogar im Combat noch die Finger pumpen. Okay. Okay, wir okay, gehen auf 3. Erstmal mit Library eine Karte ziehen. <laughs> okay, wir gehen zeit legen. So, Library, Mox, Sapphire, I don't care. Ähm, ja. Äh, Deck sieht gut aus eigentlich. Also, ich glaube, das, was wir hier gebaut haben, ist einfach eine gut geölte Maschine. Submit. Und dann äh, gucken wir mal, wie es weitergeht. Wenn der Gegner natürlich mit Library Mox startet, haben wir natürlich ein großes Problem. Also das Potenzial im gegnerischen Deck ist leider gegeben. Trotzdem, in unserem Deck natürlich auch. Ich kann ja auch mal mit Raga Waren anfangen oder so. Also ich sehe jetzt halt nicht, ich habe jetzt nicht super viel gesehen, was ich reintun würde. Aus finde ich nicht gut. Also wenn der Gegner auch Early halt irgendwie die drei Leben, die wir dem Gegner geben, finde ich einfach nicht gut. Ähm. Student of Warfare wäre noch eine Möglichkeit, auf ihn nicht so Elsbeth hätte man, könnte man vielleicht reinnehmen, wenn der Gegner mit Give of Runes den Boden dicht macht. Hero, ja, das wären alles Optionen, aber dafür habe ich ein bisschen zu wenig vom gegnerischen Deck bisher gesehen. Also, ich glaube, wir können es erstmal so lassen. So, wir haben den Diro verloren. Rats! Äh, ja, das ist eine Hand. Oh, Adelina haben wir auch im Deck, ne? Stimmt. Wir haben mal wieder Turn 1 Figure into Turn 2. Ah, jetzt nicht Giver. Wobei, oh, selbst wenn Giver da ist, ist auch okay. Auch ein Plateau. Gegner war, Gegner war auf jeden Fall nicht im gleichen äh, Draft wie wir. Chandra, auch gut. Das sind alles, das sind alles gute Dinge, die hier passieren. Ähm, aber jetzt bräuchte ich halt ein bisschen Mana. Das wäre halt so der Trick. <laughs> der Soundeffekt ist stop. Stop sound effects Okay, Firebolt, direkt kein Mob mehr. Fiery Confluence, ja, not bad. Äh, ja. Wenn der Firebolt weg ist, dann wird er jetzt Luminac Aspirant bestimmt überleben, oder? Zwinker, zwinker. Na, ja, jetzt kommt der Lightning Bolt. Ne, okay, gut. Ja. So, jetzt land. Land, please. Oh, sogar das Land. Oder oh, ist er noch besser? <laughs> ja, dann ist es, äh, ist es, Zeit für Adeline. <laughs> Adeline wird Spaß machen auf jeden Fall. Oh ja, yeah. ist gut. Nein. Ach so, Crack den Clue. Ja, okay, das ist fein. Clue Cracken ist okay. Es ist ein schwieriges Wort, ey. Clue Cracken. Schwierige Wörter. Ja. Oh. Ja, man muss halt alles davon zerstören. Ich brauche halt jetzt irgendwann ein zweites Rotes. Aber das, was hier, die Maschinen, die hier schon auf dem Board sind, sind schon ganz okay. Mit einem zweiten Roten, also mit so einem Mountain vom Gegner hier wäre schon. Chandra? Headliner Scarlet. Was macht der denn? Enter the Battlefield, Creature Cycle Point, kein Block und sonst noch was. At beginning of the Upkeep, Excel Top Card for Library Face Down. You may look and play that card. Okay, ja gut. Das ist. Ehrlich gesagt, Okay. After to Exile. Ja, ich denke. Wir machen einfach das für mehr Damage. Also, ich will halt das legen, damit Adeline ein bisschen größer ist. Ich kann halt überlegen, ob ich mir meinen eigenen 1-1er wegrömere. Ehrlich gesagt. Weil dann hätte ich halt das zweite Rote. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Ich meine, ich könnte Head Headliner Scarlet wegnehmen, aber ich brauche halt das zweite Rote. <laughs> Oldspan Dragon, Chandra, Fiery Confluence, 6 an die Birne. All das sind ziemlich gute Dinge, die ich auf jeden Fall haben möchte. Deshalb ist glaube ich okay, sich den eigenen Duter zu exilen. Jetzt weiß ich aber nicht, das ist jetzt Face Down geexit, ja. Das ist deine Exile zone Nice. Darf ich denn sehen, wenn du diese Karte spielst aus dem Exil? Wahrscheinlich schon, ne? Die ist schon nicht schlecht, die Karte, Headliner Scarlet. Aber ich weiß nicht, ob die besser ist als Adeline. Ich glaube, die habe ich hier nicht. Adeline massiert Gesichter. Okay, okay. Gegner hat halt noch vier Handkarten. Wenn ich jetzt ihn... Ja, auch ein Goldspanner. Ja, der ist gut. Goldspanner ist gut. Immerhin kann ich den. sehr wahrscheinlich umbringen. Ich darf ihn nicht blocken. Der Gegner wird mit den zwei Mana auf jeden Fall noch irgendwas anstellen. Okay. okay. Das ist natürlich jetzt ein interessantes Play, ne? Gucken wir mal. Also wenn einer von den großen Kreaturen durchkommt, spiele ich einfach Fiery Confluence 6 an den Kopf. Ephemerate, ei. Ei. Okay, ja, gut. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, Ephemerate ist natürlich. War das die Face Down-Karte? Nee, okay. Wow, Gegner blockt halt super gierig, geht auf 1. Als ob. Uh, one Damage to Each Creature sieht auf jeden Fall gut aus. Und... Nee? Okay. Bei Damage to Each Opponent, ja, Cast. Geh mal nicht davon aus, dass unser Gegner ein Counter-Spell spielt. Und... Ja, also. Okay, <laughs> easy. Uh, ja, das war uh, das schnellste 3-0 meines Lebens. Ich glaube, wir sind 2-0, 2-0, 2-0 gegangen. Deck war okay, da haben wir die Treasure Chest, da haben wir die 150 Playpoints, easy win, easy game. So draftet man Vintage Cube, ladies and gentlemen, einfach Jeskai Agro draften. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, weil wenn Vintage Cube da ist, habe ich auch immer Bock, ein bisschen Magic Online zu spielen. Ich weiß, es sieht nicht so gut aus, aber es war doch jetzt auch ein einigermaßen flüssiges Gameplay. Lasst mir gerne ein bisschen Feedback da, was ihr sagt. Ja, ne, ist das okay, wenn wir auch mal ab und zu ein bisschen Magic Online spielen, weil... Arena natürlich besser aussieht und so, aber trotzdem, Vintage Cube ist, macht einfach so viel Bock, dass es sich auch lohnt, das auf, äh, auf Magic Online zu spielen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Solaris. Tschüss!